Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich weiß, ich wollte mich bessern, aber aktuell ist es einfach ja vom Arbeitsaufwand bzw. ja privat ziemlich stressig, weshalb ich einfach nicht zum regelmäßigen Videos drehen komme. Ich muss mir da erstmal eine Routine erarbeiten oder erkämpfen, je nachdem, wie man es nimmt. Weshalb ich mich aber heute eigentlich melde, ist ja ein Programm, bei dem ich diesmal wieder dabei sein darf oder generell dabei sein darf, und zwar die Bookshopping Queen. Und vielleicht kennt man das schon von anderen YouTube-Accounts. Man hat 3 Stunden Zeit, beshoppt jemanden und filmt sich dabei mit. Genau, meine Shoppingbegleitung wartet schon unten am Auto und dementsprechend sage ich bis gleich und viel Spaß beim Zuschauen. Eddie. Diese Ausgabe ist halt auch riesig, gell? So, ich muss auf jeden Fall ein Buch für Carla aussuchen. Ich verlinke auch ihren Kanal unten. Und die Entscheidung fällt halt echt nicht leicht, weil es einfach so viele schöne Bücher gibt. Ich habe gerade noch das hier, also gestern habe ich das hier schon entdeckt und es ist so, so pretty und also, ja, es hört sich einfach richtig, richtig gut an. Es ist, glaube ich, so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung und die Versuchung ist groß, weil es hört sich halt echt gut an, aber ich habe jetzt auch noch das hier entdeckt gerade. Und Elfen und so weiter. Wir kennen das, das sind wir voll drin. Und ja. Jetzt mal schauen. Ich glaube, ich werde tatsächlich für Carla ein Buch von einer meiner liebsten Autorinnen holen. Mal schauen, ob ich das auch tatsächlich so mache. Das ist eine Vorgeschichte von dem ganzen Disney. So, wir waren jetzt in Thalia und das Buch haben wir schon. Jetzt fehlen nur noch die Goodies und dafür gehen wir zum Rombach. Und auch hier zeige ich euch noch so ein bisschen das Innenleben von meiner liebsten Buchhandlung hier in Freiburg. Und ja. Okay, danke. Das habe ich mal vor Jahren angefangen. So, wir sind jetzt aus dem Rombach draußen und wir waren jetzt auch erfolgreich.
Das Paket ist jetzt fast fertiggestellt und zu Hause habe ich schon Süßigkeiten bereit, weil ich habe immer Süßigkeiten zu Hause. Es geht gar nicht mehr ohne. Und dann werde ich zu Hause noch das Päckchen packen und dann mache das nächste Woche auf die Reise. Und genau. Ich hoffe, dass Carla das Paket gefällt und dann ihr Unpacking. Genau. Hallo, ich bin Carla vom Kanal Buchmomente und mich hat das Paket von Easy erreicht. Und ja, wir packen das jetzt zusammen aus. Ich habe es nur schon geöffnet, also die Verpackung geöffnet, weil ich das immer sehr lästig finde, so mit einer Schere hier rumzuhantieren. Das ist gleichzeitig Reden und scharfe Gegenstände ist nicht so mein Ding. Um mich da nicht zu verletzen, habe ich es jetzt schon mal geöffnet. Und ja, ich bin mega gespannt. Ihr konntet jetzt ja schon sehen, wie easy shoppen war. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich total. Okay. Ich kann schon alles sehen. Okay. Gut. Ich nehme an, dass das hier das Regionale ist. Das ist Schwarzwälder Bauernbrot Backmischung. Traditionelle Landbrot mit Hefe für zwei Brote. Oh, das ist sehr cool. Ich backe mega gerne und ja, das ist richtig cool. Kann ich jetzt demnächst mal Brot backen. Es sieht auch sehr lecker aus. Und hinten drauf steht auch, wie ich es machen kann. Also das finde ich eine richtig coole Idee. Also da werde ich sicherlich Spaß dran haben und das ist bestimmt lecker. Ich stelle das mal hier so zur Seite. Könnt ihr, glaube ich, nicht sehen, aber ich stelle es mal hier zur Seite hin. Dann sehe ich hier schon Süßigkeiten. Immer gut. Und zwar einmal Rittersport Erdbeerjoghurt und einmal, einmal halb bitter. Ja, Schoki geht einfach immer und ja, finde ich sehr cool. Und es ist sogar so ein bisschen so röserlich, weil ich mag ja rosa sehr gerne. Deswegen weiß ich nicht, ob du es deswegen so ausgesucht hast, aber finde ich richtig cool. Dann ist hier schon was, denke ich, das ist so für das Herbstmotto an sich oder was man im Herbst haben sollte. Und das sind Socken. Einmal dicke Socken. Die sind so, ich weiß nicht, ob das Wolle ist oder irgendwas anderes, aber es fühlt sich sehr, sehr weich an, sehr kuschelig. Und da werde ich bestimmt kuschelige Lesestunden mit haben. Also das finde ich ganz cool. So, dann ist das hier nämlich an passend zum Buch. Da haben wir zwei Lesezeichen und zwar die coolen mit den Lesebändchen. Die mag ich echt am liebsten. Wir haben einmal Get Lost in a Good Book. Das ist richtig schön. Mit so einem kleinen Zelt, also ein Buch als Zelt, finde ich mega cool. Und einmal Escape Through a Book. Also sehr cool. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die irgendwie Bezug zu dem Buch haben. Das schauen wir gleich mal. Aber ja, meine Lieblingslesebändchen, ich freue mich voll, meine Sammlung wächst. Dann haben wir hier noch was. Einmal auspacken, bitte. Das sieht schon sehr schön aus. Fall in Love with Books, Autumn Leaves. Das wird dann das sein, was so riecht wie der Herbst. Ich kriege es gar nicht auf. Ich bin so schwach. So, jetzt aber. Oh, cool. Es riecht, ehrlich gesagt, wie... Ich kann ja Gerüche schreiben, ist so mein Ding. Aber es riecht für mich so ein bisschen nach Hubba Bubba. Die Apfel, kennt ihr diese Apfel-Hubba Bubbas? So riecht das. Also für mich, aber nicht unangenehm. Also wirklich, wirklich ganz süß. Und ist total schön, es hat hier so Glitter noch drin. Also wirklich super schön. Mir gefällt auch der Aufkleber da drauf sehr gut. Das zieht hier auf jeden Fall... irgendwo in meinem Bücherregal ein. Vielen Dank. So, kommen wir jetzt zum Kernstück. Ich muss mal eben das hier wegpacken. Oh, da unten ist ja noch was. Ach, ist noch gar nicht. Noch ein Lesezeichen. Hello Autumn vom Buchmädchen. Das habe ich sogar nicht. Ich habe ganz viele vom Buchmädchen, aber dieses noch nicht. Und ja, mega cool. Das werde ich jetzt natürlich im Herbst auch nutzen. So, und hier wird das Buch drin sein. Ich bin schon sehr gespannt. Das Mehl hat ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Das hat Mehl ja nun mal so an sich zu stauben. Kurz Moment, ich mache das hier mal eben auf. So, geöffnet ist es. Schauen wir mal. Okay. Das konntest du nicht wissen, aber das habe ich schon.
Also das habe ich schon gelesen. Es steht nicht mehr hier in meinem Regal. Aber von der Idee her total super. Also das war jetzt nicht deine Schuld. Das möchte ich jetzt gar nicht damit sagen. Aber ich habe es schon gelesen. Und ich hatte beide auch hier, den ersten Teil und den zweiten Teil von Wie die Stille vor dem Fall. Aber ich habe sie dann verkauft, weil mir dann doch nur das erste richtig gut gefallen hat. Also Wie die Ruhe vor dem Sturm. Und ich glaube, ich hatte nämlich Isabel Fotos geschickt von meinem Regal und da war das dann schon nicht mehr drauf. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, nehme ich mir an, das hat sie nicht und jetzt kaufe ich es ihr. So wird das gewesen sein, bestimmt. Das werdet ihr ja schon wissen wahrscheinlich von der Shoppingtour. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Dann habe ich es jetzt wieder hier sonst in meinem Regal. Oder ja, also auf jeden Fall vielen Dank. Ich freue mich sehr über alle Sachen. Und ja, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch alle anderen Bookshopping-Queen-Videos guckt. Wir haben ja auch eine Playlist. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.